Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Heute ist mal Storytime, anstatt der sonstigen, so regelmäßig kommenden Videos. Ja, immer diese alten Leute, die irgendwelche Geschichten erzählen. Nicht wundern, das ist mein erstes geskriptetes Video. Ich habe keine Ahnung, wie kurz oder lang es sein wird. Also, deal with it. Vor ein paar Tagen, beziehungsweise wo ich das jetzt einspreche, hallo, hi, heute ist übrigens der 7.5.24. Vor einigen Monaten hatte ich einen richtigen Nostalgie-Flash, also so Februar. Ich habe mich irgendwie an die Zeit von mittlerweile etwas über 10 Jahren, also so um 2012, 2013 herum zurückerinnert, wo der gute Suishimaru sein Spiel Pokémon Dämmerlicht entwickelt hat. Ich werde dieses Jahr einfach fucking 31. Ich bin so alt geworden. Damals war ich drauf einfach unglaublich gehypt. Ich liebe Pokémon, ich bin mit dieser Spielerei groß geworden und ich habe unfassbar gern die LPs und Streams von Sui und Co., also Jesse666 und Dragonios geschaut. Jesse hat damals ein Projekt Let's Play With You, Need for Speed, gemacht, wo er Zuschauer hat, mitmachen lassen. Also damals noch per Skype, falls es überhaupt noch jemand kennt, in einem Call zusammensaßen und ich habe die ganze Folge oder fast die ganze Folge die anderen mit meiner Musik beschallt und vielleicht oder auch eher wahrscheinlich gelangweilt. An die damals dabei waren, auch wenn ihr das Video hier wahrscheinlich niemals sehen werdet. Tut mir leid, I'm sorry. Ich wollte nicht eure Zeit verschwenden. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass Sui damals zu dieser Zeit Yoshi's Island gespielt hat und einen massiven Urm von einem Athletics-Team hatte. Und als ich das in dem Projekt angespielt hatte, hat Jan einen massiven Lachflash bekommen, dass ich mich nie mehr richtig auf das Lied konzentrieren konnte. Das war großartig. Aber zurück zum Thema. Dämmerlicht hatte für meine Maßstäbe und für, meine ziemlich wenige Ahnung damals schon ein relativ großes Team. Und ich war so kurz davor, ein Teil davon zu werden. Kurzer Spoiler fürs Ende, wurde ich nicht. Und zwar aus zwei Gründen. Es klingt vielleicht fieser, als es ist oder gemeint ist vor allem. Aber zum einen hat sich die Community gegen mich und für jemand anderen entschieden, der halt einfach, ich sag mal, bessere Musik gemacht hat. Und das Projekt wurde letztendlich abgebrochen. Es waren schon echt viele Pokémon konzeptioniert und gesprited und in den dazu stattfindenden Streams wurde auch von den Zuschauern über verschiedene Entwürfe abgestimmt, also sowohl Designs als auch Namen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es zustande kam, aber ich stand tatsächlich in persönlichem Kontakt zu Sui, weil jemand suchte, der die Musik für Dämmerlicht macht. Zu diesem Zeitpunkt habe ich schon Musik auf YouTube gemacht. Die meisten können es eigentlich gar nicht wissen, aber vor SkyGP, also hier, habe ich auf meinem noch älteren Kanal, den es mittlerweile gar nicht mehr gibt, GasFreak1000, Let's Plays und Musik gemacht. Ich habe tatsächlich irgendwann so 2010 rum angefangen mit meinen, sagen wir, besonders regelmäßigen Videos. Damals war mein erstes Projekt tatsächlich Metroid Zero Mission, was es ja auch hier auf den Kanal geschafft hat. Aber zum Beispiel mein Let's Play von Golden Sun damals ist irgendwie verloren gegangen, leider. Ich meine, die Projekte, die damals waren, echt fürchterlich. Aber ich würde tatsächlich ganz gerne mal wieder reingucken. Weil ich meine, in gewisser Weise werde ich mich ja schon irgendwie verbessert haben, ne? Also so ein kleines bisschen zumindest. Sui, falls du das jemals schauen solltest und dich erinnerst, wie habe ich damals deine Aufmerksamkeit erregt? Habe ich dich irgendwie direkt angeschrieben oder war es über Jan mit dem Need for Speed Let's Play oder über dein Forum, das du damals hattest oder vielleicht immer noch hast, das weiß ich tatsächlich gar nicht, wo ich auch meine Musik geteilt habe oder über irgendeine Videoantwort, die ich dir mal gegeben hatte. Oder über den Japan-Tag mit dem Fantreffen vor vielen, vielen Jahren.
Das würde mich echt interessieren. Ja, das Feature gab es mal vor 1000 Jahren oder so. War eine komplett andere Zeit. Es gab Videoantworten, nur Videos, die bis zu 15 Minuten lang sein konnten. Thumbnails gab es damals nur für verpartnerte Kanäle. Oder die guten alten 5 bis 10 Sekunden Videos für die Playlist, damit die Playlist sowas in Richtung wie ein Thumbnail hat. Ja, YouTube war damals anders. Sagen wir anders. Ja, teilweise habe ich die Videos von meinem alten Kanal auf dem jetzigen wiederverwendet. Ich weiß bis heute nicht, ob zumindest die alten Videos so eine gute Idee waren. Aber sie sind da. Bitte schaut sie euch nicht an. Das ist eine fürchterliche Idee. Und wo wir gerade von alten YouTube-Memories reden, Grüße gehen raus ans Gazzlebutt, falls es dich noch gibt, lieber Chris. Das war meine erste, ja, wirkliche YouTube-Bekanntschaft. Sogar noch vor dir, Phil. Grüße gehen auch da raus. Ja, leider habe ich sein damaliges Profilbild nicht mehr. Sonst würde ich es hier einblenden. Ich habe ihn damals bei seinem Pokémon-Projekt, war auch dritte Generation, ich weiß nicht mehr, ob Saphir oder Rubin, I don't know, mit meinem, ja, Wissen genervt und vielleicht auch ein kleines bisschen unterstützt, weil er hatte damals nicht so wirklich schrecklich viele Ahnung von Pokémon, auch wenn es jetzt vielleicht fies klingt. Ja, aber ja, daraufhin hat er sich bei mir gemeldet und wir haben auch häufiger mal über Skype gequatscht. Wenigstens eins ist heute besser geworden. Und zwar die Mikrofonqualität. Heute kann man mich tatsächlich verstehen. Hallöchen zusammen, ich bin's, der GS-Freak. Ich glaube, am Rest hat sich nicht so ganz viel verändert. Ich glaube, unterhaltend oder lustig bin ich heute immer noch nicht. Ja, wie dem auch sei. Zu dieser Zeit, wovon ich gerade rede, waren Sui, Jesse, Dragonios, TT, also Table Tennis Gamer, Emero und DK so meine, ich sag mal, Helden, meine liebsten Let's Player dieser Zeit. Und wenigstens zu den ersten hatte ich irgendwie Kontakt. Zu Sui hatte ich tatsächlich irgendwie sowas wie in der Richtung wie privaten Kontakt über Skype. Zu Dragonios eigentlich gar nicht. Ich habe die Truppe mal auf dem Fantreffen auf dem Japan-Tag in Düsseldorf irgendwie 2011 oder 2012 kennengelernt. Also Sui, Dragonios und Jesse. Aber Jesse hatte damals tatsächlich auch ein Formspring-Profil und ich habe keine Ahnung, wie die Seite heute aussieht oder ob sie noch existiert. Aber damals konnte man über Formspring jemandem Fragen stellen. Und ich habe Jesse damals immer mit meiner Musik genervt. Sorry dafür. Auf einem Fan-Treffen, das war so witzig. Wir haben uns auf dieser großen Treppe da getroffen, insgesamt. Und ich weiß nicht mehr, wie viele Leute es waren. Es war eine größere Handvoll, keine Ahnung. Die drei und vielleicht noch so grob 15 bis 20 andere Leute. Und es wurde im Vorhinein verabredet, dass wir Yu-Gi-Oh! Karten mitbringen, weil wir wollten Yu-Gi-Oh! Spielen. Das war zu dieser Zeit damals noch richtig groß. Und als wir dann da so auf dem Rasenstück saßen, kam ich dann auch irgendwann zum Spielen. Ich hatte mein Deck auch dabei. Und zu dieser Zeit wurden Synchros quasi gerade eingeführt. Und die meisten hatten natürlich, die komplett dabei waren, Spoiler, ich weiß nicht, hatten dann Synchros dabei und ABC, nee, XYZ hießen die Viecher, ne? Ja, XYZ. Hatten die dann halt im Deck. Und ich halt nicht. Dementsprechend hatte ich halt so überhaupt gar keine Schnitte gegen irgendjemanden. Aber ich erinnere mich noch an ein Zitat, was damals gefallen ist. Ich hatte gegen irgendjemanden mit einem fucking Sternenstaubdrachen gespielt, der mein komplettes Deck einfach zerlegt hat. Aber ich hatte einen Trumpf. Ich meine, ich hatte am Ende trotzdem verloren, weil Synchros zu dieser Zeit einfach fucking broken waren. Aber das Zitat war: Was? Diese Karte spielt doch niemand mehr!
Genau so war das Zitat. Was war die Karte? Axt der Verzweiflung. Eine Ausrüstungskarte, die den Angriff des Monsters um 1000 Punkte erhöht. So gut. Grüße gehen raus an denjenigen. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Aber hi. So, genug von meinen Abschweifungen. Zurück zum Thema. Sui hatte damals jemanden für Dämmerlicht gesucht, der die Musik macht. Und ich habe mich irgendwie beworben oder präsent gemacht über einen der Wege, die ich vielleicht gerade irgendwie ansatzweise erzählt habe. Also haben wir uns irgendwann auf Skype unterhalten und vielleicht oder eher wahrscheinlich hat er sich zumindest vorher von mir irgendwie so ein paar Musikvideos angeguckt. Sonst wäre die Kontaktaufnahme zu mir, ehrlich gesagt, ziemlich sinnlos gewesen. Denn damals war ich kein interessanter Charakter und bin ich heute ehrlich gesagt auch noch nicht. Nach ein paar Gesprächen hat mir Sui dann seine eigene Komposition geschickt, die für ein Arena-Leiter-Theme eingespielt hatte. Sui hat damals auch ein bisschen Keyboard gespielt und Sui, falls du das Original noch hast, was du mir damals zugeschickt hast, magst du mir das vielleicht nochmal schicken? Ich weiß nicht wie, aber irgendwie habe ich die alten Skype-Dateien nicht mehr. Das ist irgendwie schon so ein bisschen her. Eine kleine Notiz am Rande, bevor ich das jetzt abspiele. Wir, also Sui und ich, waren damals riesige Fans von der dritten Pokémon-Generation. Und ehrlich gesagt bin ich es auch heute noch. So, die dritte Generation ist so mein Homie. Sowohl von den Pokémon als auch von der Musik, als auch von der Karte und von den Charakteren her. Finde ich super. So. Das folgende Lied hat außer Sui und mir noch kein anderer Mensch zu hören bekommen. Viel Spaß. Das habe ich aufgenommen nach seiner Vorlage, habe ihm das zugeschickt und das, was er mir sofort sagte, da müssen mehr Trompeten rein. So dritte Generation Style und so. Also, was blieb mir anders übrig?
habe ich halt mehr Trompeten reingemacht. Das war dem feinen Herrn dann am Ende gut genug. Und noch eine kleine Notiz am Rande. Mein Keyboard, wenn man es nicht hört, ist im Moment etwas über 25 Jahre alt. Ich habe und nutze für meine Musik im Moment ein Technics KN5000. Das Ding ist 1997 rausgekommen. Und mein Vater hat es damals so 2000 oder 2001 für, ich glaube im Angebot für 2000 D-Mark gekauft. Was damals ein Arsch voll Geld war. Allerdings, dementsprechend waren selbst damals und heute erst recht die Klänge für die Trompeten ein bisschen in die Jahre gekommen. Diese zweite Version sollte dann neben einem zweiten Lied in einem Livestream zu Dämmerlicht gespielt werden, um von den Zuschauern entscheiden zu lassen, welcher Musiker die Musik in Dämmerlicht macht. Naja, wie vorhin schon gespoilert, ist kein Geheimnis, habe ich mit meinem Lied nur den zweiten von zwei Plätzen belegt. Aber ehrlich gesagt, hätte ich damals eh nie damit gerechnet, überhaupt in die engere Auswahl zu kommen. Allerdings weiß ich auch nicht, ob es überhaupt mehr als nur zwei Bewerber gab. Das wurde mir nie verraten. Ist auch nicht schlimm. Ich glaube, ich saß vorher noch nie so gebannt vor dem Bildschirm, wie zu diesem Zeitpunkt, wie zu diesem Livestream, wo die Musik vorgestellt wurde und die Fans dann in den Chat geschrieben haben oder mit dieser Abstimmung bei Twitch gesagt haben, ey, das finde ich besser als das andere. Und vielleicht klingt es ein bisschen seltsam, aber ich hatte gemischte Gefühle am Ende. Ich war gleichermaßen traurig, weil ich es nicht geschafft habe, die Fans und Zuschauer von meiner Musik und mir zu überzeugen. Aber irgendwie auch glücklich, weil ich mir selbst, damals und heute auch nicht, irgendwie zutrauen würde, einen kompletten Soundtrack für ein Spiel zu machen. Gerade für ein Spiel, beziehungsweise für einen Fanableger einer Reihe, die ich so gerne habe, wie fucking Pokémon. Aber ich muss dazu sagen, ich bin sehr froh, dass ich es überhaupt probiert habe. Und ich war mit dem Ergebnis tatsächlich auch ziemlich zufrieden. Und ehrlich gesagt bin ich das bei meiner Musik so gut wie nie. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Wenn man irgendwas selber macht, egal ob man jetzt irgendwas schreibt oder aufnimmt oder einspricht, man selber findet immer den Fehler. Man selber findet immer irgendeinen Fehler und der nervt einen. Und so ist es bei mir mit meiner Musik. Jedes Mal, wenn ich irgendwas aufnehme, finde ich in meiner Aufnahme irgendwo einen Fehler und der nervt mich. Dann ist es bei mir eigentlich nur die Frage, kann ich damit leben, diesen Fehler drin zu lassen?
ist der unsignifikant genug, dass er mich nicht so stört, dass ich es hochlade. Ja. So bin ich einfach. Es, keine Ahnung, es stört mich selber, aber ich kann nicht anders. So, nochmal ein kurzer Abstecher zum Nostalgie-Flash. Da habe ich ja am Anfang von geredet und nie weiter, also, ich meine, ich rede die ganze Zeit darüber, aber nicht richtig ausgeführt, was ich eigentlich meinte. Du siehst, zu dieser Zeit, also im Februar diesen Jahres, 24, kam irgendwann wie angeflogen die Melodie von eben jenem Lied nochmal in meinen Kopf. Ich habe mir das Lied wirklich jahrelang nicht angehört. Und auf einmal war die Melodie wieder da. Und dann konnte ich nicht anders, als mich an mein fucking Keyboard zu setzen und das nochmal zu spielen. Und obwohl ich mir das so lange nicht mehr angehört hatte, habe ich die Melodie echt schnell wieder reingekriegt. Also, Abflug. Ich bin damit tatsächlich erstaunlicherweise auch relativ zufrieden. Wobei ich sagen muss, dass sich in meinen Augen Version 2 und 3 qualitativ gar nicht so sehr unterscheiden. Man merkt nur, dass sich mein Stil vielleicht so ein kleines bisschen geändert hat. Jetzt im neuesten Ableger. Und wie vorhin auch schon gesagt, ich würde mir auch heute in keinster Weise zutrauen, einen kompletten Soundtrack für irgendein Spiel zu machen. Es liegt größtenteils daran, dass ich im Komponieren eine absolute Niete bin. Aber mir Lieder anhören und die danach spielen, das kriege ich hin. Das kriege ich schon irgendwie hin. Und ich weiß jetzt schon, beim Schreiben, dass wenn ich dieses Video zu Ende aufgenommen und hochgeladen habe, beiße ich mir irgendwann in den Hintern, weil ich irgendwo irgendwas vergessen habe. Das weiß ich jetzt schon. In dem Sinne, vielen Dank für eure Zeit, fürs Zuhören. Wir hören und sehen uns wieder, wenn ich es irgendwann mal schaffe, wieder irgendein Video hochzuladen. Vielen Dank und bis dahin, tschö.